So ihr Lieben, herzlich willkommen zu den digitalen Meeresangeltagen. Leider müssen die Messen ausfallen wegen Corona, aber wir nehmen euch mit aufs Wasser und verraten so ein paar Tipps, wenn wir uns hier in Magdeburg treffen können. Ich bin heute mit meinem Sohn Toni unterwegs. Hallo. Wir sind auf der Ostsee vor Travemünde und wir wollen mal kurz was Grundsätzliches zum Bootsangeln sagen. Der Wind kommt aus dieser Richtung, das heißt, das Boot treibt in diese Richtung. Auf dieser Seite haben wir die Abdrift, die Seite, von der wir wegtreiben. Da wird Toni fischen, XL-Doppelgänger, Orange, lief ganz gut in letzter Zeit. Und ich fische eine Andrift, einen Pilker. Weil wenn man eine Andrift fischt, dann sieht man ganz genau, wann der Pilker auf dem Grund aufsetzt, weil in dem Moment treibt er das Boot weiter auf den Köder zu und die Schnur fällt aufs Wasser. Das ist der Moment, in dem ich die Rute anhebe und dann imitiere ich perfekten Sandreif. So Toni, dann geht's mal los, ne? Petri Heil. Puh, das war ja windig auf der Ostsee. Meine Güte, ich habe euch jetzt mal mit auf die Terrasse genommen, kurz runter vom Boot und habe meine Köderkisten mitgebracht, um ein bisschen über Technik und Taktik zu reden. Ich habe ja gesagt, in der Andrift wird normalerweise mit dem Pilker gefischt. Ganz logisch, der Pilker trifft auf, das Boot treibt weiter auf den Pilker zu, die Schnur fällt aufs Wasser. Ich weiß genau, wann der Pilker auf dem Grund angekommen ist. Ich wollte euch noch mal kurz sagen, welche Modelle ich fische. Ich fische meistens 35 Gramm Modelle. Mit einem weiten Wurf vom Boot reicht das absolut aus. Ich fische natürlich Pilker aus der Select-Familie in Gelb-Orange. Mit dem fange ich eigentlich immer an und ganz oft bleibe ich auch dabei. Wer natürlich auch nicht fehlen darf, ist der Power Select in Rot-Schwarz. Und in einer UV-aktiven Crab-UV. Ja, auch ein ganz hervorragender Köder. Wenn ich Blau-Silber fische, weil Heringe unterwegs sind oder andere Futterfische, fische ich den Select in 35 Gramm in Blau-Silber. Der taumelt etwas doller als der Pro-Select und verführt so einfach noch mehr Fische. Wenn es flach ist, wenn wenig Drift ist, fische ich noch leichter als die 35 Gramm. Da fische ich hier diese kleinen Self-Broken-Pilker. Weiß gar nicht genau, wie viel die wiegen. Irgendwas um die 20 Gramm. Und das natürlich auch in meinen drei Lieblingsfarben. Schwarz-Rot, Gelb-Orange und Blau-Silber. Damit ist man eigentlich für die allermeisten Bedingungen schon sehr, sehr gut bedient. Einen habe ich noch, der Tobis perfekt imitiert, und zwar ist das der Fehmarn-Pilker aus dem Wuttke-Programm in Pink-Schwarz. Hat einen ganz super Kontrast und der fängt auf jeden Fall immer Fische. Ja, auf der Abdriftseite, da setze ich, wenn ich Gäste an Bord habe, die noch nicht so gut angeln können oder die nicht durchgehend konzentriert sind, wie zum Beispiel mein Sohn, der ja heute mit an Bord ist, oder auch mal, wenn ein Gast mitkommt, der noch nicht so häufig geangelt hat, Schwiegervater, Oma, Opa, wie auch immer, dann setze ich die auf die Abdriftseite. Die Logik ist, dass das Boot ja treibt und selbst wenn die nicht aktiv den Köder führen oder mal nicht aufpassen, sorgt die Bootsbewegung dafür, dass die Gummiköder einfach noch hervorragend laufen. Als erstes mache ich den immer diesen hier dran, den XL-Doppelgänger in Orange. Das ist der Wattwurm für den Jigkopf, originalgetreu nachgebaut, mit einem zusätzlichen Paddletail hinten dran. Einfach über den Grund schangeln und ganz häufig fängt er schon Fische. Wenn Orange nicht läuft, wechsle ich zu Braun. Läuft Braun nicht, wechsle ich zu Pink. Falls das alles die Dorsche nicht überreden kann, gibt es natürlich im Programm auch noch einen Gummifisch, der richtig Action macht unter Wasser und richtig Druck auf dem Paddel hat. Und zwar ist das hier der Flexi-Shed, hier in der Farbe Mats Magic, benannt nach Mats Kort von Mamak Charterboote. In der Farbe Motoröl Orange, den gibt es aber auch noch in anderen Farben. Weiß Perlmutt, Pink, einfach nur Orange. Also auf jeden Fall auch Top-Köder auf Dorsch. Und falls ihr Kraut aufsammelt am Grund und ja immer wieder beim Hochholen einfach Algen oder Kraut am Grund habt und die Köder nicht richtig laufen, dann fische ich ein ganz klassisches Beifängersystem, so wie das früher war, mit einem Wirbelwind-Twister und unten einfach ein Grundblei. Das Grundblei läuft über den Grund und der Köder ist vom Blei quasi räumlich getrennt, anders als beim Jigkopf. Das heißt, der Haken läuft so 30, 40 cm über dem Grund und kann kein Kraut aufsammeln. Selbst wenn so ein Mann mal Pause machen will und das Ding im Rutenständer steht, ist er immer in der heißen Zone und läuft immer gut und fängt auch noch Fische einfach an der toten Rute. So Jungs, jetzt aber Schluss mit Köderkunde. Ich gehe zurück aufs Boot und dann wird angefangen zu grillen.
war der absolute Top-Köder heute, der XL-Doppelgänger in Orange, der Wattwurf für den Dickkopf. Mein absoluter Top-Köder auf Dorsch am 28 Gramm Kopf. Hat auch heute gereicht. Da sind wir gut zum Grund gekommen und in 8 Meter haben wir auch tatsächlich viele Dorsche gefangen. Die meisten hatte Toni auf der Abdriftseite. Mit Köker war es ein bisschen schwieriger. Ja, und hier haben wir noch zwei von den guten Toni. Einen von deinen und ich hatte auch einen. So sieht das aus am Ende eines erfolgreichen Ostseeangeltages. Ciao, ciao und viel Erfolg für euch. Noch mehr Tipps gibt's in meinem Buch Angeln auf der Ostsee, erschienen im Müller-Rüschlikon-Verlag, für alle, die öfter mal mehr fangen wollen.